It all starts with a dead girl. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. That wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. Ja, und herzlich willkommen that bei day, einem when the phone rang, neuen Let's Play. It was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. Okay, jetzt wirklich herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Von The Medium. Ja, ich wusste gar nicht, wann ich dieses Let's Play nicht offiziell beginnen kann. The Medium ist, glaube ich, von den Machern von Silent Hill, was ich früher sehr gerne gespielt habe. Merkwürdigerweise, ich weiß nicht, worauf ich das gespielt habe. Das war einfach zu gruselig. Trotzdem, da konnte ich sowas noch verkraften oder ertragen, aber heute würde ich, glaube ich, Silent Hill nicht nochmal spielen. Und ich liebe Point-and-Click-Spiele und vor allem alles, was mit Investigation zu tun hat, mit ja, Fälle irgendwie ja, untersuchen. Interessiert mich sehr und auch ein bisschen Touch Horse, okay. Ich schaue mal, wenn das zu gruselig wird, dann will ich das wahrscheinlich nicht zu Ende spielen. Ich guck mal. Aber es sieht soweit sehr interessant aus. Ja, und wie man gehört hat, ist wohl ihr Vater gestorben. Sie wird ihn wohl zurecht machen für die Begräbnis. Und etwas ist damals mit ihr wohl passiert. Ich glaube, dass sie war das kleine Mädchen. Und sie wurde angeschossen, aber hat es wohl überlebt. Ja,
Ich schau mal. Oh, 1999. Oktober, Tag der Schutzengel, Begräbnis, 10 Uhr, Ultraschall. Unsere liebe Frau vom Rosenkranz, Biopsie, Paket an Marianne schicken, Termin beim Neurologen. Ich glaube, das ist der Terminkalender von ihrem Vater. Begräbnis um 12.30 Uhr, Ultraschall, Termin beim Neurochirurgen, Begräbnis um 9 Uhr. Ich glaube, wahrscheinlich hat er ein Bestattungsunternehmen oder so, weil sie vorhin gesagt hat, dass er das wohl immer macht oder täglich. Das ist wohl sein Job. Sonst würde hier nicht so viele Male Begräbnisse stehen. Und er scheint ja, gesundheitliche Probleme zu haben oder gehabt zu haben. Und ist wahrscheinlich daran verstorben. Ja. Ja. Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Okay, Q heißt verlassen, nicht escape. Gut. Ja, die Grafik sieht schon mal sehr schön aus. Diese alten Wandschränke. Ja, die hatten wir früher auch. Vor ein, zwei Jahrzehnten. Mindestens zwei Jahrzehnten. Die Grafik schon sagt toll. Wow, hat sie mich erschreckt. Ja. Nice to see you too. Kätzchen. Grafik ist echt cool. Jack's room. Jack? It's like he never. Ihr Vater? Nennt sie ihn Jack? Komisch. Jack was part of the Solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Come on, Jack, where'd you put it? Okay, let's do this the other way. Okay. Jack ist doch ihr Vater, aber ich finde es komisch und merkwürdig, dass sie. Okay, kombinieren. Wo soll ich das kombinieren? Schlüssel doch nicht. Nope. Okay. Ich finde es merkwürdig, wenn man seine Eltern mit Namen benennt. Okay, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Warte mal, noch nicht. Hier gibt's noch ein paar Sachen. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Okay. Ist er vielleicht nicht ihr Vater, sondern ihr so Adoptivvater oder Sorgeberechtigter oder sowas gewesen? Es hört sich so an, irgendwie. Dann erklärt es auch, warum sie ihn Jack nennt. Ich weiß es nicht. Ja. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Die Katze? Spürt sie irgendwas? Kann ich die Katze streicheln? Komm, ich will sie streicheln. Okay. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home and I'd help out whenever I could. It ja. Felt good to be useful. Es ist ein Bestattungsunternehmen. Gut. Oder er hat ein Bestattungsunternehmen. Was ist hier drin? Das ist ihr Zimmer? Weird to be back in my old room. So many memories. Schönes großes Zimmer.
My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Was hat sie denn gemacht? Diesen. Verbrennung zweiten Grades mit 3 Jahren. Was? 35% ihres gesamten Körpers? Der gesamten Körperoberfläche? Die hat ja einiges erlebt in der Kindheit. Also erstmal diese Vision am Anfang. Ich weiß nicht, ob das wirklich echt passiert ist oder sie einfach nur geträumt. Ich weiß es nicht. Und dann noch diese Verbrennungen mit 3 Jahren. Ein Drittel ihres Körpers. Und wie ist das denn passiert? Ich drücke mal auf Escape. Kann man das? Kann man nicht. Okay, kann man nicht drehen. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Schreiben wahrscheinlich von den Lehrern der Grundschule. Sehr geehrter Mr. Orkan. Orkan, das hört sich türkisch an. Wir müssen Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall vom vergangenen Donnerstag besprechen möchten. Auch typisch Lehrer. Typisch Lehrerbriefe. Um es zusammenzufassen, Marianne überbrachte einem der Schüler eine Nachricht von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter. Wir verstehen, dass es Mariannes Art war, ihren Mitschüler zu trösten. Aber ihnen ist sicher bewusst, dass dieses Verhalten gelinde gesagt unangemessen ist, da dies nicht das erste Verhaltensproblem ist, über das wir sie informieren mussten, halten wir es für dringend notwendig, persönlich mit Ihnen über Mariannes Zukunft in unserer Schule zu sprechen. Die Direktorin der Grundschule Nummer 7, Sophia Kania. Ja, ich glaube, Marianne sieht wahrscheinlich Geister oder überbringt, keine Ahnung, oder vielleicht, weil ihr Adoptivvater oder Jack hier ein Bestattungsunternehmen hat. Hat sie vielleicht sehr viel hat mit dem Thema Tod zu tun. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. Okay, sie wurde adoptiert. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Sie wurde adoptiert. Spirits. There was a time I'd try to run from them, to ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. Huh? Spirits? Also doch Geister? Kann sie Geister sehen? Und dieser Junge, der zwischen dem blonden Jungen und dem blonden Mädchen ist, mit den schwarzen Haaren. Der sieht merkwürdig aus. Sieht ein bisschen gruselig aus. Ist das ein Geist? Konnte sie Geister sehen? Ist das ein Geist? Das ist so cool. Der sieht auch von der Kleidung her, passt da glaube ich da nicht hinein. Ist das vielleicht ein Geist, der dazwischen war? Sieht schon ein bisschen gruselig aus. Oder ist es doch der hier in der Mitte und der ist gestorben und sie hilft ihm? Also sie kann wohl Geister sehen und hilft ihnen in das Licht überzugehen? Keine Ahnung. Yeah. I used to have a thing for him. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Ja. Mir ist aufgefallen, dass in vielen Let's Plays irgendwas mit Schmetterling. Ja, also die irgendwie so was mit Schmetterling zu tun haben. Also zum Beispiel Until Dawn oder hier
Life is Strange und sowas. Irgendwie, also der Butterfly-Effekt und solche Sachen. Irgendwie hat alles was mit Schmetterlingen zu tun, das verstehe ich nicht. Aber sie sind echt schön, aber ja. Ich finde es schon komisch, hier so Tiere tot. Aufgespießt. Als Kunst aufzuhängen. So ein Bild ist okay. Aber die scheinen ja schon echt zu sein. Also die links und rechts in diesen Kästen halte ich nicht viel von. Steuerung ist schon gewöhnungsbedürftig. Ah, ich kann ja wohl Futter geben. Wenn ich weiß, wo es die Futter. Ach, da müsste es Futter geben. Looks nourishing. Mhm. Yum yum. Ja. Yeah. Okay. Kann ich das mitnehmen? Ja, habe ich wohl mitgenommen. Dieses Q als verlassen ist echt gewöhnungsbedürftig. Wenn ich das hier so nehme. Here you go. What's your face? Come here. Glad to see you're still kicking around. Wie heißt sie denn? Okay. Das symbolische Begräbnis des Bergwerks Sirtzas. Was ist, wird das so ausgesprochen? Sirtzas, keine Ahnung. Die Bergleute. Ah, oh, ich will das nicht lesen. Ich scroll mal runter. Ich scroll mal runter. Irgendwas mit NATO habe ich gesehen und Bill Clinton. Kalten Krieg. US-Präsident Bill Clinton, NATO, irgendwas, ja. Berliner Mauer, ja, keine Ahnung. Okay. Könnt ihr in Ruhe lesen, wenn ihr pausiert. Aber das ist auf jeden Fall von 1999. Ich muss so oft das Screen verlassen, das ist so gewöhnungsbedürftig. I can't believe it's all still here. Oh, Jack. Es ist ein Fotostudio. Fotoentwicklung. Ich muss hier ein Foto. Ah, ich muss hier ein Foto entwickeln, okay. Escape. Ja. Oh, I guess I forgot about this one. I can do it now. Was muss ich machen? Illuminate Foto for 5 seconds. Und dann jeweils 3 Sekunden in eine Lösung dippen. Und in welche Reihenfolge? Hiervon? Hm? Nein. Ich vermute, das ist das Ende. Das ist irgendwie komisch, aber okay, wenn wir hier anfangen, gut dann. Fünf Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hoffe, es war nicht so schnell. Nein! Belichtetes Foto, okay, das war schon richtig. Gut. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Okay.
zwei, drei. Too soon. It needs to stay in longer. What? Das waren 3 Sekunden, Mädchen. Gut. Eins, zwei, drei. This is the last photo I took of you, Jack. Shit. Ach man, der sah schon sehr sympathisch aus. Okay. Gibt's hier noch was anderes? Das ist sehr interessant. Hallo. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Wenn sie redet, bitte nicht dazwischen reden, ja? Ich möchte gerne hören, was sie sagt. Okay. Ja, was wolltest du sagen? Nein, 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 nicht nerven. Sonst störe ich dich auch bei deinen Aufnahmen. Nein, ja? Bitte nicht. Ja, ich störe dich ja auch nicht, wenn du Aufnahmen machst. Okay, ich gehe noch nicht raus. Ich wollte noch... Nein, ich kann nicht wieder zurück. Ich wollte doch so gerne noch ins Badezimmer. Ich wollte noch gar nicht verlassen, die Wohnung. Deswegen, ich wusste gar nicht, dass ich hier rausgehe. Ich hoffe, da war jetzt nichts Besonderes im Badezimmer. Gibt's hier noch was? Okay. Hier kann man runter. Hier hat sie vorhin wohl geraucht, ne, am Anfang der Szene. Und unten ist das Beschattungsunternehmen. Ich gehe erst mal ganz nach rechts. Ist schon sehr interessant, wie das gemacht ist. Ja. Sieht aus wie so typisch Berliner Wohnhaus. Da geht's wohl in den Keller. Okay, ich geh mal wieder raus. Also die Steuerung schon. Taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Okay. Sie hat also irgendeine Gabe und ich glaube, hat Geister zu sehen und ihnen zu sprechen, so ähnlich wie bei The Sixth Sense. Dieser Junge halt, ne? Dass er Geister hören und sprechen sehen kann. The Last Goodbye, Funeral Home, ja. Ja. Also schon komisch, über einem Bestattungsinstitut zu wohnen. Sieht das schon nice aus. Es regnet hier rein. Einmal, bevor ich da reingehe. Ja. Who doesn't? Was? Need to get out. Okay.
Kann sie rennen? Ja. Das vielleicht mit Shift könnte sie rennen. The Last Goodbye. Ja, ja, haben wir schon begriffen. Ich möchte reingehen. Okay. Jackson, Prep Room. Wow, sieht echt schön aus. Ist das hier das Prep Room oder? Na, ich will erstmal hier überall hingucken. Da kann ich. Bevor ich reingehe, weil dann kann ich nicht wieder zurück wie vorhin beim Badezimmer. Mann, das sieht echt hübsch aus. Es war sehr altmodisch, aber trotzdem irgendwie hat Stil. Ah, hier, Schlüssel. Here it is. Bestattungsprotokoll. Jack, Mrs. Novak brachte heute die Zahlungsbestätigung für die Bestattung. Sie ist im Schrank. Außerdem hat sich Robert am Freitag freigenommen. Wir müssen also jemand anderen für die Beisetzung finden. Er war echt ein sehr guter Vater für sie. Es war traurig. Schlimm, wenn man jemanden wichtigen, so eine Bezugsperson verliert. Vor allem so eine langjährige, ne? Das hat ja ihr Leben geprägt. Das ist ja. Und vor allem, ich glaube, er war der Einzige, der sie richtig verstanden hat. Und niemand sonst. Und das ist genau das, ist das Schlimmste, wenn man so jemanden verliert. Wenn man wenigstens noch jemanden hat, der einen versteht. Aber wenn es die einzige Person war, die einen verstanden hat, wo man wirklich man selbst sein kann, das ist schwierig. Sure if I'm ready for this. Wie kann man kann nicht vorbereitet sein auf sowas. Das ist echt hart. Muss sie ihren eigenen Vater bestatten? Also, okay, ist nicht der biologische Vater, aber trotzdem. Das ist echt hart. Da wohl drin. Oh mein hey, Gott. Hey, Jack. Okay.
your special clip? No. Where's your tie? Yeah, was the Santa Claus. So. Snazzy. You wouldn't have it any other way. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. You people read the signs, it's closed. What? Was ist jetzt los? Oh Gott, es ist ein Horrorspiel, Leute, ne? Okay. Sieh oben nach, ja. Ich guck oben nach. Da steht, da ist ein Schatten. Da rechts. Da ist ein Schatten. Seht ihr das? Oh mein Gott. Diese Steuerung ist einfach nur witzig, echt. Das. Hat sie nichts gesehen? Scheint im Büro zu sein. Oh mein Gott. Was ist da los? Diese Schitte Steuerung. Also wenn das so ein Horrorspiel ist und ich nicht mal in der Lage bin. What the hell? Ja. What the hell, richtig. Oh mein Gott. Wer war das? Was war das? I guess you felt it too. Wer war das? Was ist hier passiert? Schöne Büro. Ah, die Steuerung nervt und es ruckelt. Das ist nicht so schön. Ist nichts? Okay, da ist was. And then it happened. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Oh, was? Jetzt passiert. Was? Was? Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Oh nein. Marianne? Nein. Marianne, are you crying, Jake. My child? Oh my God. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully, eh? Oh, my God. Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Why is it so cold in here? Where is that?
Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? No. I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Oh, Mom. Yes, Jack. It's going to be fine. You know, I promised myself. Sein Kopf ist offen. I would never let anything happen. Hat wohl. Not while I'm around. Es war wohl Gehirnchirurgie. I promise. Risky stuff. Hat er einen Gehirntumor gehabt? All right, Jack. Der Arme, ich glaube, der hat einen Gehirntumor gehabt. Okay, geht jetzt über. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Ach, Mann. Always. Er war schon ein toller, toller Vater für sie. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. Aww. Ich glaube, das erste Mal hat sie ihn Daddy genannt. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Ja, war die einzige Bezugsperson, der sie richtig verstanden hat. Or so I thought. Yes? We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look, if this is a joke... You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Tom. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. Just... I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. Fuss. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Oha, okay. Da ist wohl einer da, kennt ihre Geschichte. Und er kennt ihren Anfangssatz, den sie ganz am Anfang gesagt hat. Oder der ganz am Anfang des Spiels gesagt wurde.
Das passt jetzt gar nicht in der Aufnahme, Junge. Du zerstörst gerade die Stimmung. Schade, echt. Das passt gar nicht eben in der Aufnahme. Ich bin noch mitten in der Aufnahme. Oui, oui, oui. Das war so ein toller so Moment und da kommst du mit. Okay, jetzt fährt sie wohl dahin zu diesem Thomas. And off I went. On nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him.